Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eins ist klar, wir sind natürlich als Gesellschaft, als Bundesrepublik Deutschland meilenweit davon entfernt, hier eine inklusive Gesellschaft, einen inklusiven Arbeitsmarkt zu haben. Und bei genauerer Betrachtung müssen wir feststellen, dass in vielen Bereichen genau das Gegenteil der Fall ist. Ja? Wir haben eine steigende Zahl von Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Das betrifft vor allen Dingen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Da sollten wir für alle, die das nicht so genau wissen, auch nochmal deutlich sagen, das sind Menschen, die in der Regel in Vollzeit arbeiten in diesen Einrichtungen und am Ende des Monats sage und schreibe durchschnittlich mit 180 Euro im Monat nach Hause gehen. So, was soll daran bitte inklusiv sein? Wir haben es zu tun mit Jobcentern und das hat der jüngste Revisionsbericht der Bundesagentur für Arbeit auch nochmal wirklich eindrücklich deutlich gemacht, zu tun mit Jobcentern, die völlig überfordert sind und zwar in verschiedener Hinsicht mit der Vermittlung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt. Also auch da ist eine riesige Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Wir haben eine Situation, wo wir trotz einer zeitlichen Spanne, die schon eine Weile dauert, ja, wirtschaftlichen Aufschwungs in diesem Land, von denen Menschen mit Behinderungen aber kaum profitieren. Wir haben es zu tun mit einer Situation, wo Menschen mit Behinderungen, die einmal arbeitslos werden, ganz, ganz große Probleme haben, den Weg in den Arbeitsmarkt wieder zu finden. Und wir haben es zu tun mit einer Situation, wo ungefähr 25% der Unternehmen, die eigentlich beschäftigungspflichtig wären, ungefähr 37.000 an der Zahl, nicht eine einzige Person beschäftigen mit Behinderungen. So, und da können wir, glaube ich, nicht davon sprechen, dass wir hier einen inklusiven Arbeitsmarkt vor uns haben. Wir sehen, dass wir ganz viele Baustellen haben, an denen wir zu arbeiten haben. Ein Punkt ist zum Beispiel die Ausgleichsabgabe, die offensichtlich überhaupt keinen Anreiz dazu schafft, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Selbst Wolfgang Schäuble vor einigen Jahren hat gefordert, die Ausgleichsabgabe zu verdoppeln. Das werde ich nie vergessen. Leider ist das in der Großen Koalition ohne Reaktion verhallt, dieser wirklich gute Vorschlag. Und über den müssten wir eigentlich noch mal diskutieren, weil das wäre ein effektives Mittel, um hier wirklich etwas zu verbessern. Und gleichzeitig würde ich auch gar nicht verhehlen oder damit hinterm Berg halten, dass es auch für Arbeitgeber Schwierigkeiten gibt, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. Ja, wenn man das versucht, dann wird man häufig von Pontius nach Pilatus geschickt. Ja, es ist häufig so, dass man nicht mal weiß, wer verantwortlich ist, dafür Zuschüsse zu finanzieren. Ja, es ist also eine einzige Zumutung, auch auf der Arbeitgeberseite. Das ist sicherlich so. Und ich empfehle allen, die das Buch noch nicht gelesen haben, eine Reportage von Martin Keune, der mittlerweile leider verstorben ist, der selber dazu gesagt hat, ich berichte hier vom Kampf gegen Behördenschläfrigkeit und Arroganz. Da ist ganz viel dran, das ist eine unterhaltsame Lektüre und alle, die wissen wollen, wo die Probleme auch auf Arbeitgeberseite liegen, die sollten das lesen. Aber weiß Gott, ja, den Vorschlag zu unterbreiten, hier den Arbeitgebern einen Bonus zu bezahlen, das wird natürlich in der Substanz an den Problemen, die wir vor uns haben, ganz sicher nichts verändern. Wir brauchen ein System, das einfach ist, das verständlich ist und das unterstützt, ja, auf Arbeitgeberseite tatsächlich weiterhilft. Wir brauchen deutlich weniger Bürokratie und wir brauchen klare Zuständigkeiten. Wir brauchen einen Eingliederungszuschuss, der verlässlich ist, ja, und wir brauchen einen starken Rechtsanspruch darauf, dass die Mehrkosten tatsächlich auf Arbeitgeberseite auch erstattet werden. Ja? Und das Bild, ein letzter Satz, das Sie hier aber mit dem Bonus vermitteln, ist, dass wir es hier mit einer bemitleidenswerten Personengruppe zu tun hätten und wir den Arbeitgebern irgendwie dann noch ein Bonbonchen drauflegen müssten, damit die irgendwie mit der Zumutung, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, klarkommen können. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Es gibt sehr viele andere Punkte, an denen wir ansetzen können und müssen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner erhält die Kollegin Uwe Schummer, CDU-CSU-Fraktion, das Wort.